Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und heute mit der Conqueror Gun Carriage, der Tier 10 Arti der Briten. Ein ganz besonderes Gerät und irgendwie ist es auch schon so ein kleiner Abgesang auf die Klasse. Nicht unbedingt, aber auf die Art und Weise dieser Replays. Denn es ist ja, glaube ich, kein Geheimnis. Ich selber bin kein großer Fan der Klasse in der jetzigen Form. Aber am Ende des Tages ist es wie so ein Autounfall. Es ist echt tragisch und schrecklich, aber man muss irgendwie doch halt hinschauen. Und zum reinen Ansehen ist das teilweise immer noch phänomenal lustig und amüsant. Und da dachte ich mir, ja, da suche ich mir nochmal eines raus, ganz speziell mit dickem Schaden, was es wohl dann mit Patch 9.18 in der Form so nicht mehr geben wird. Deswegen mal gucken, was er hier so leisten kann. Was ist denn ein Luftangriff? Naja, schauen wir mal, was hier in diesem Clan-Gefecht so möglich ist. Weil ihr seht, das ist ein Clan-Gefecht auf der Karte Karelien. TBP habe ich mir da rausgeschaut, gegen Soylu. Ich kenne die beiden Clans nicht, deswegen seht es mir nach, wenn ich da hier irgendwie das noch nicht so ganz drauf habe. Flugzeuge sind unterwegs und bereit zur Bombardierung. Ja, mal schauen, ob wir das hier auch noch sehen. Aber erstmal wollen wir ja eigentlich nur sehen, wie er hier mit der Arti klarkommt. Gegnerseite hat taktischerweise zwei Artis dabei, sein Team hier ihn alleine. Und jetzt müssen wir weiter vorfahren, weil wir sehen, der Gegner ist hier nicht zu sehen. Hier der E100 sein ganzes Team hier oben komplett, will hier unten alles spotten. Und er zielt jetzt hier Richtung E100 und IS-7 ein. Schuss ist raus und wir sehen 816 Damage, aber noch nicht so wirklich den phänomenalen Schlag, den er wahrscheinlich hätte haben wollen. Aber er legt sofort auch um, nicht dass er gecountert wird, genau richtig so auch. So, der R100 steht jetzt schon mal deutlich seitlicher, aber hinter dem Stein, der ist nicht so leicht zu treffen, aber durchaus zumindest machbar. Jetzt entscheiden sie sich dazu, dass sie hier so nicht bleiben wollen. Schuss wieder raus und wow, 2184 Damage und zerstört. So soll das sein. Da macht Spaß, wenn man die Arti auf seiner Seite hat. Und auch hier gleich wieder verlegen. Das macht er sehr gut. Das ist wirklich so, wie man spielen soll. Schuss raus, zack, sofort bewegen. Gar nicht erst den Schuss sozusagen nachtrauern, beziehungsweise nachschauen und sich darüber freuen, sondern ja, raus. Man kann eh nichts mehr beeinflussen, also gleich weg dann dort. So lange, wie die Gegner-Artis zumindest da sind, sollte man es auf jeden Fall noch machen. So, hier auf die kommt er jetzt ganz schwer drauf. Er probiert es mal mit der anderen Ansicht, da hat er so ein bisschen besseren Blick. Könnte klappen, aber nicht sicher natürlich. Schuss. Und auch hier hat er ordentlich Schaden an beiden gemacht, nämlich in Summe 1200. Ist damit schon bei 4-3. Also das finde ich auch immer mal schön, dass das so Replays sind wie hier, dass man auch einfach mal sieht, ja, wie spielen denn die Jungs im Clan War? Sieht man ja auch nicht so häufig. Also damit noch so ein kleiner, besonderer Schmackofatz in diesem Replay of the Week. Aktuell nichts für ihn zu beschießen. Er muss hier leider untätig warten, bis da wieder irgendwo sich eine Möglichkeit ergibt.
die Ruhe vor dem Sturm praktisch. 1-2 nach wie vor sehr taktisch. Auch der Gegner hat seine 2 Kills durch die Arti errungen. Also bis dato sieht man, da ist so gesehen noch nicht viel passiert im normalen, in der normalen Schlacht der Panzer. Der Gegner ist unfassbar defensiv hinten eingebunkert. Sein Team versucht es hier zu reißen. Den E4, den lässt er gleich direkt sein. Da merkt er, der bekommt genug Schaden. Jetzt probiert er es mit dem FV. Aber 191 Schaden, leider nicht genug. Aber der FV wurde durch den Ketten-Damage dann rausgenommen. Das ist wichtig, das ist schön, so soll es sein. Der Gegner geht jetzt hier in den Angriff über. STRV 103B ist natürlich ein wahnsinnig geiles Ziel für eine Arti. Da von oben einschlagen, da rappelt es mal richtig im Karton. Und der bewegt sich definitiv da nicht weg, also das sieht sehr gut aus. Da muss er jetzt nur noch warten, bis seine Granate am Start ist. Und jetzt ist er da, Schuss ist raus. Aber leider wissen wir nicht, was hier mit dem passiert ist. Jetzt versucht hier der Gegner ein bisschen zu drücken, scheinbar. 42 Sekunden jetzt wieder Nachladezeit. STRV nach wie vor nicht zu sehen. Und er stellt sich jetzt wieder mal ein wenig um, um auch noch weiter drauf zu schießen. Also einfach nochmal ein Stück weiter nach links. STRV nach wie vor nicht zu sehen. Dafür der IS-4 jetzt. Ich warte ja nur drauf, dass der STRV nochmal aufgeht. So, da kann er jetzt schießen. So, ich bleib mal hier in der Ansicht. Und wir sehen, getroffen hat er definitiv. Also jetzt mittlerweile mit dem STRV und dem IS-4 zwei Ziele, die er vermeintlich getroffen haben müsste. Da sehen wir, der IS-4 hat 1845, also da hat er auch gut 650 Schaden gemacht. Der STRV nach wie vor nicht zu sehen. Der hat sich wahrscheinlich aus Schreck, traut er sich schon gar nicht mehr, irgendwas zu machen. Weil er sich vor der Arti so fürchtet und sich denkt, nee. Nicht mehr die Arti. Keine Lust drauf. Da unten, da geht es auch noch hoch her. Aber sehen wir leider nicht. Da ist jetzt die Anzeige ein bisschen zu. So, jetzt ist er offen. Jetzt muss er aufpassen, dass er jetzt hier nicht aufgeht. Da vorne ist jetzt der STRV offen. Sehen wir jetzt leider nicht, weil er hier in der Ansicht ist, wo wir nur seinen Panzer sehen können. Arti kommt auf ihn, nimmt ihn auch gleich beide Ladeschützen raus. Gefecht endet in gerade mal 2 Minuten. Jetzt muss er zumindest mal einen Ladeschützen wiederholen, aber auch dann dauert es immer noch ganz schön lange. Aber ansonsten macht sein Team hier alles richtig. Und wir sehen, der STRV, der hat auch nur noch 484. Und ich denke mal, dass da er einen großen Anteil daran gehabt hat. Jetzt der IS-7, auf den er hier gehen will. Und jetzt gehen sie mit 8-4 langsam, aber sicher wirklich ordentlich in Führung. 11-4, ja, jetzt schaut das verdammt gut aus. Und jetzt gönnen wir uns mal hier in Ruhe noch den Blick auf den IS-7, deswegen bleibe ich mal auf dem so drauf. Schuss ist raus. Und auch hier, da zündet er rein an. 1340 Damage. Und jetzt kann man sagen, ist das Game so gut wie gelaufen. Da kann sich der Gegner einfach nicht mehr wehren. Da waren sie zu passiv und haben hier die Niederlage verdient abbekommen. Anders kann man es nicht sagen. Ja, wir sehen angezeigte 5900 Schaden, aber was wir nicht gesehen haben, der hat sage und schreibe 9500 Damage in Summe gemacht. Also die Blind Hits, die haben da nochmal wirklich wehgetan. Eine sehr schöne Runde, auch mal aus dem Clan War raus, besonders spannend zu sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier diesen Abgesang auf die Artis. Ich hoffe, dass wir aber auch mit Patch 9.18 zukünftig schöne Arti-Replays sehen werden. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.